Ahoi, liebe Freunde, und willkommen zurück auf unserem vielleicht sinkenden Schiff mit dem Namen The Long Dark. Ja, mal kurz eben ins Pausenmenü. Was auch ziemlich long her ist, ist die Tatsache, dass wir zuletzt, oder wann wir zuletzt aufgenommen haben, nämlich Anfang Januar. Jetzt haben wir mittlerweile Ende Januar. Das Jahr rennt und rennt und rennt. Der erste Monat ist schon wieder rum. Leute, Jungs und Mädels da draußen, glaubt mir, es hat keinen Sinn, die Weihnachtsdeko wegzupacken. Ja, also, es dauert nicht mehr lange, dann reden wir schon wieder darum, dass wir wieder näher an Weihnachten dran sind, als wir davon weg sind. Okay, das nur so kurz am Rande. Ja, wir sind wieder im Schneegebiet. Und da wir draußen momentan so Ende Januar zweistellige Plusgrade mit Regen haben, dachte ich mir, da machst du mindestens mal so ein bisschen in-game, dass es ja, ein bisschen winterlicher ausschaut. Und warum sagst du, hast du mir schon wieder Codierer überlastet? Erwägen Sie Ihre Videoeinstellung zu verringern. Ganz ehrlich, läuft. Fruchtet, sitzt passend, hat Luft. Wir haben am letzten Mal, ich muss gerade mal hier ein bisschen runterdrehen. So. Wir haben beim letzten Mal den ja, letzten Waldflüsterer getroffen und ein paar Quests für ihn angenommen. Wir haben beim letzten Mal auch den Speer wiederhergestellt, wobei das für uns gerade erstmal semi-interessant ist, weil, was haben wir denn hier? Ich will natürlich erstmal so ein bisschen die Sidequests erledigen und wir müssen aktuell hier hin. Du hast eine Notiz mit Details zu möglichen Aktivitäten der Waldflüsterer rund um den Rätselsee gefunden. Okay, da müssen wir hin und wir müssen hier im Kater Staudamm auch irgendwas holen. Also wir müssen irgendwie zwei Sachen für den holen. Und das werden wir jetzt in der Folge auch priorisiert als erstes Mal angehen. Ja, stimmt, ich habe mich ja geärgert, dass ich dann beim letzten Mal erst hier Sidequests gemacht habe und dann hier runter. Und ja, so oder so ähnlich war es auf jeden Fall. Gut, nicht lang schnacken, auf geht's. Ich guck gerade mal, was haben wir denn gerade so auf Tash? Ein altes Buch. Ich glaube, das brauche ich nicht mitnehmen auf unsere Reise. So, relativ langsam laden. Wo haben wir es denn hier? Da klatschen wir mal direkt rein. Wir müssen auf jeden Fall wieder Stöcke finden. Zunderbündel konnte ich ein paar mitnehmen, schadet ja nicht. Gut. Ansonsten Erste-Hilfe-mäßig, das sieht soweit ganz gut aus. Vor allem die Schmerzmittel sind wichtig. Ich, ich sehe gerade, wir sehen gerade den Mausfall hier gar nicht. Sekunde, kurz aus dem Spiel raus, Mauszeiger aufnehmen, okay, so. Ja, jetzt sieht man es auch in der Aufnahme wieder. Ja, dann kann ich nämlich hier mal so drauf zeigen und dann sieht ja auch, was ich sehe. Ja? Können wir ein kleines Spiel spielen. Klamottentechnisch haben wir nichts Überflüssiges, das finde ich gut. Wir haben hier noch so ein bisschen Eimerpackung, ein bisschen was zu trinken, eine Axt dabei, eine Patrone. Das sieht alles gut aus. Wir haben unsere Schrotflinte dabei. Aha, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg und schauen mal, dass wir da ein bisschen was finden. Und ich hoffe einfach mal, dass er jetzt gleich keinen völligen Zusammenbruch hat, wenn wir wieder durch den Schnee laufen. Alles klar. So. Gut, der ist wieder hier im Stream bei mir ein bisschen am Hakeln. Das ist aber, glaube ich, normal. Also ich kenne es nicht anders. Gefühlt. Er sagt mir, jetzt soll die ganze Zeit Codierer überlastet. Mach was dran. Aber ganz ehrlich, was soll ich tun? Ich weiß, ich bin im Hintergrund am Rendern wieder. Aber wenn es danach geht, dann dürfte ich halt nie rendern, wenn ich aufnehme. Und dann würden auch nicht mehr die Anzahl an Folgen hochgeladen werden pro Woche, die hochgeladen werden müssten. So oder so ähnlich. Aber ich will mich ja gar nicht beschweren. Ey, komm, alles gut. Ich habe immer ganz gern so einen ja, Vergleich, Live-Vergleich. Deswegen dachte ich eigentlich, dass mein fleißiger Moderator wieder heute mit dabei ist. Aber der lässt gerade noch auf sich warten. Ich weiß nicht, ob er später kommt. Keine Ahnung. Mal schauen. Ich habe diesmal auch nichts angekündigt, dass wir aufnehmen oder sonst was. Lustigerweise haben wir letzte Tage
habe ich eine kleine Spontanaufnahme wieder gemacht, also so gestreamt, so ein paar Gelegenheitsspiele, so Funko-Spiele etc. Und habe nicht allzu lange gespielt, ich glaube nur ein Stündchen oder sowas, weil ich dann, ja, irgendwie hatte ich relativ schnell die Lust verloren. Es war auch dann an dem Tag generell nicht so viel los und den Erfolg im Spiel hatte ich auch nicht. Nein, dieser Stream wird nicht hochgeladen, so viel dazu schon mal. Ich frage mich, wann wir den ersten Wolf reinlaufen. Nun, da habe ich es auf jeden Fall vorher angekündigt. Und jetzt habe ich es ausnahmsweise mal nicht gemacht. Mal schauen, was diesmal passiert. Lassen wir uns überraschen. Feuer meiner Latte. Teuer meinerseits ist übrigens das Ding Mountain Dew. Ja, habe ich es nicht gerade gesagt. Mal gucken, wann wir den ersten Wolf reinrennen. Ah, schöne Kacke. Huch. Kurz die Maus verrissen. Haben wir nicht sogar noch eine zweite Leuchtpistole? Weil ich habe, meine ich, gerade gesehen, dass die wir gerade in Benutzung haben, die hat noch 40%. Oh, juckt. Wie müssen wir eigentlich laufen? Ich glaube, wir laufen... Ach komm, lass uns erstmal zum Kater Staudamm gehen. Dann haben wir das zumindest schon mal abgeschlossen. Und dann gehen wir anschließend beim Holzfällerlager vorbei. Dann können wir nämlich so schön hier blub und dann vielleicht hier hinten rum. Ja, dann haben wir ein bisschen was von der Map heute wieder gesehen. Ein bisschen spazieren gehen. Ist was Feines. Und Wetter ist auch schön. Also da kann man ruhig mal ein bisschen spazieren gehen. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja auch schön unsere Wanderstiefel an, aber wir haben gar keine Füße oder gar keine Beine. Wir schweben einfach. Diese Geräusche bilden wir uns wahrscheinlich nur ein. Die werden von der Natur animiert, um uns nur vorzugaukeln, dass wir hier langlaufen. Wahrscheinlich sind wir längst tot und sind ein Geist oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Wir sind wahrscheinlich schon mal Flugzeugabschuss längst gestorben. Ich wollte hier eigentlich immer noch mal testen, ob die Wölfe dann überhaupt reinkommen. Just gerade in diesem Moment ist natürlich kein Wolf da. Ich höre hier wieder irgendwo ein paar Krähen. Sind sie da? Ja, gut, dann ist die Leiche. Da müssen wir jetzt nun wirklich nicht hin. Die hat nichts. Das ist nur Hohn und Trug. Merkwürdigerweise sagte mir allerdings, die Bitrate ist absolut in Ordnung. Kodira ist da überlastet, aber die Bitrate ist in Ordnung. Verstehe das, wer will. Oh, da sind auch noch ein paar Vöglein. Muss ich mal eben kurz gucken. Liegt da irgendwas Interessantes? Auch ne, auch eine Leiche. Alles klar. Vielleicht jetzt irgendwie ein Reh oder ein toter Wolf oder irgendwie sowas, dann wäre das vielleicht interessant für uns, aber so nicht. Ich habe gerade vergessen, wie die Kurzwahltaste ist, um Sachen wegzupacken. Dann mache ich das so. Ich muss ja nicht die ganze Zeit jetzt hier mit der komischen Flinte vor unserer Nase rumwedeln. So, und dann wären wir auch schon angekommen am Kärter Staudamm. Hallo Wolf. Tschüss Wolf. So. Die letzten paar Metern versagt. Da hinten kommt er. So, komm, da kommen wir noch rein. Nice. Brauche ich keine Leuchtfackel verschwenden oder sowas? Oder wir erschießen oder keine Ahnung, was es noch für Möglichkeiten gibt. So, wisst ihr was? Komm, einfach nur mal, damit wir es direkt am Anfang getan haben, kurz speichern.
Ich weiß nicht, ob was passiert. Ich glaube zwar nicht, aber ich mache es trotzdem einmal. So, was müssen wir denn jetzt eigentlich hier genau finden? Kann ich das irgendwie nochmal lesen in den Quests? Beste Verteidigung, ein Menschentöter, okay, Nebenstories, Überlebenstraining, Vorratsverstecke, Rätselsee, Schüsse am See. Schließe die einzelnen Lektionen des Überlebenstrainings ab. Nee, nein, hier. Gehe zum Damm und hole die Dokumente. Suche unter einer losen Kachel unten an der Treppe zum Verwaltungsbüro nach. Unten an der Treppe, also wir haben hier schon alles gelootet, deswegen suche ich hier nicht nochmal extra. Unten an der Treppe zum Verwaltungsbüro. Ist das dann hier? Kann mal eben kurz anmachen. Oh, wir haben gar nicht mehr viel drin. Zu einer losen Kachel. Lose Kachel durchsuchen. Ah. Waldflüsterer-Dokumente. Dokumente, die von den Waldflüsterern gefunden wurden. Sie glauben, dass sie für ihre Sache wichtig sind. Waldflüsterer-Dokumente. Endlich haben wir den Beweis, nach dem wir gesucht haben. All die Fotos von den Rodungsarbeiten, die wir in den sozialen Medien geteilt haben, wurden einfach ignoriert. Und wer kann Ihnen da schon einen Vorwurf machen? Niemand glaubt mehr, was er sieht. Aber jetzt haben wir einige Dokumente aus einem Holzfällerlager gestohlen, die beweisen, dass Breyerhaus sich illegal hier aufhält. Sie haben keinerlei Genehmigungen und sie fällen alte, geschützte Bäume. Genau das brauchen wir, um sie auszuschalten. Sogar die Anwälte und Bücklinge versuchen, diese Sache geheim zu halten und sie werden Erfolg damit haben. Mit diesem Dokument können wir neue Leute und Bargeld für unsere Kampagne auftreiben. Dann läuten wir endlich die nächste Runde ein. Okay. There you are. There you are. Nehmen wir mit. So, komm, ich will gerade mal eben ein bisschen Energie sparen. Deswegen mache ich die aus. Ja, das ging jetzt relativ einfach. So, mit dem Kopf einmal durch den Stahlträger. Frage, ist Le Wolf noch da? Wäre natürlich schwer. Warum ist er jetzt außer Atem? Wir haben ihn doch nur so hingehalten. Ich nehme nochmal eben gerade zur Sicherheit. Bewaffne ich mich nochmal, bevor wir hier rausrennen. Mal bei der Gelegenheit ein bisschen reloaden. Wir haben ja noch was auf Tash. Boah, wie langsam er die reinsteckt. Plop. Plop. Dabei ist es logisch. Realtime würde es jetzt auch nicht schneller gehen dadurch. Ich höre dich, lieber Wolf. Ich habe trotzdem keine Lust auf dich. Wir hätten auch hier einfach die Tür wieder zumachen können. Wenn es dann erwischt hätte? Ich meine, der Bär, der konnte uns dadurch ja nicht kriegen. Laufe ich hier die ganze Zeit mit dem Gewehr rum, weil ich so paranoid bin und jetzt sofort wieder den nächsten Wolf erwarte, der mich anspringt. Oh, da unten sind Rehe. Hier, Hirsche meine ich. Komm, weißt du was, dann pack ich das Ding hier gerade mal weg. Ich würde am liebsten jetzt rennen, aber... Nee. Sparen wir unsere Energie mal. Dann sind wir nachher so schnell kaputt. Dann gönne ich mir lieber nochmal einen kleinen Schluck. Bevor es nachher alles wieder warm wird. Dann holen wir nochmal die letzten Sachen vom Holzfällerlager. Da hatten wir ja den Schlüssel bekommen. So, dann müssen wir, glaube ich, jetzt hier rechts abbiegen. Eine kleine Rechtskurve laufen. Huch! Hä? Huch! Aber interessant, ich nehme mit 60 FPS auf. Und das trotz dessen, dass wir im Schneegebiet uns aufhalten. Ich verstehe das, wer will. So, jetzt sind wir ein bisschen langsamer, wir haben Gegenwind. In diesem Spiel läuft aber auch alles gegen uns.
Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen, liebe Freunde. Wir werden das Holzfällerlager erreichen und wir werden den Schlüssel benutzen, um die Tür aufzuschließen. Ich kriege gerade richtig Hunger. Auf so einen überbackenen Döner mit Pommes. In Sauce Hollandaise. Also, der überbackene Döner. Kennt eigentlich von euch jemand, nur mal so interessehalber gefragt, Pizza mit Hollandaise-Soße? Also, bei uns hier in der Ecke ist das eigentlich relativ bekannt und weit verbreitet und auch relativ alltäglich. Aber ich glaube, die Peachy hatte das mal erwähnt. In einem ihrer Streams hat sie das Thema, also das schon mal thematisiert. Und doch, ich dachte, da wird ein Wolf laufen. Das ist komisch, ein Baumstümpfe immer. Nee, und ach, das müssen wir hier schon abbiegen. Und da waren die Zuschauer bei ihr, also ihre Community, ist da relativ verwundert darüber gewesen, dass jemand sowas isst. Also scheint das doch nicht so bekannt zu sein, wie ich und sie und wir alle halt, die wir uns hier halt auch privat kennen, immer gedacht haben. So, welcher Container ist denn das jetzt? Den hier glaube ich nicht. Ich glaube, ist das der hier? Nein. Der war schon auf. So, und hier haben wir auch schon alles durchsucht. Dann brauche ich mich hier nicht länger aufhalten als unbedingt nötig. Dann kann es ja nur der hier gewesen sein, weil ich meine, in dem waren wir auf jeden Fall schon drin. Okay. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Alle guten Dinge sind drei. Da ist ja auch das Schlosssymbol gewesen. Gut. Hätte man auch so drauf kommen können. Aber gut, es ist schon eine Weile her, als wir das letzte gespielt haben. So, was sehe ich denn da? Sofort erstmal Tomatensuppe und einen neuen Dosenöffner. Geil, recycelte Dosen nehme ich auch mit, einfach nur damit wir den Müll weg haben. Bisschen Stapel Papier. Da unten ist nichts mehr drin. Wir haben hier noch einen Waldflüsterer Vorräte. Ein Rucksack voller Vorräte, die vermutlich von den Waldflüsterern hier eingelagert wurden. Ah, okay. Die sollten wir finden, die Waldflüsterer Vorräte. Kehre zum Waldflüsterer in der Seehütte zurück. Hier haben wir noch ein bisschen Stoff. Hier ein einfaches Werkzeug. Hier ist noch ein Plastikbehälter. Ist das, wo kann man hin? So, abwechselnd mal wieder ein bisschen Brandbeschleuniger. Haben wir schon lange nicht mehr gefunden. Ein altes Buch, was hier unten noch rumliegt. Erste Hilfe-Set, okay. Ja. Okay, Antiseptikum, Verband. Ich hätte lieber Schmerzmittel. Schmerzmittel können wir mal gebrauchen. Covid-Charm-Pullover. Der sieht auf jeden Fall relativ warm aus. Huch! Versehentlich aus dem Spiel rausgetappt. Nein, nein, nicht schlafen. In der Kiste ist nichts drin. Hier ist noch ein Schlafsack. Ich nehme mal alles mit, was wir kriegen können. Stapel Papier, Sturmlaterne. Hier können wir noch die Schublade durchsuchen. Could end up being useful. Ja, gut. Zum Auseinandernehmen für ein bisschen Stoff. Alles klar. Ein bisschen Traubenlimo. Alten Schlafsack können wir nicht mitnehmen. Können wir nur auseinandernehmen. Ein Kissen. So ein Metallbehälter. Holzfällerhemd. Das wäre was für den Flauzi bei Seven Days to Die. Fließfäustlinge. Oh, wir haben Verstauungsrisiko. Klettersocken. Boah, so geil. So alte Socken, die wir irgendwo in einem gammeligen Bett finden. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Aber ich guck mal eben wegen diesen Coffee-Charm-Pullover. Da haben wir sowieso schon einen von an. Der hat 2,2 und 1,8 und ist damit auch wesentlich besser als den wir aktuell anhaben. Dann würde ich sagen, doppelt genäht hält besser. Ja, wir haben endlich ein bisschen Sprinten weniger. So, hier ziehen wir den dicken Covid-Jump-Pullover an. Geil! Oh, okay. Ja, wir haben einen Bonus plus 27. Das ist nice. Und weiße kommen, damit wir nicht ganz so schwer tragen müssen, würde ich vielleicht hier schon mal ein paar Sachen zerlegen. Wie spät ist das eigentlich? Mittags. Okay, ja, das wäre eigentlich was, was wir besser wieder machen können, wenn wir auf Essen warten, aber... Ich
weiß auch nicht. Ja komm, nee, es ist draußen noch hell. Wir nutzen mal das Tageslicht. Bevor wir... Hör, was macht der denn? So ein Hans-Kuckin-Luft gerade. Bevor wir nachher wieder im Dunkeln hier eine Nachtwanderung betreiben müssen. Haben wir schon irgendwelche Tiere jetzt. Und wir haben eh nicht mehr viel in unserer Sturmlaterne drin. Wir haben es da gerade noch eine gefunden. Da könnte noch ein bisschen was drin sein, aber... Apropos, wir haben glaube ich nicht mehr ganz, sowieso nicht mehr so viel, was wir an Lampenöl im Repertoire haben. Wir müssen ein bisschen sparsam sein. Wir können es das ja leider nicht selber herstellen. Dam, dam. Ich meine, hier haben wir doch mal irgendwo einen Wolf geschossen, aber den müssen wir glaube ich mitgenommen haben. Das war glaube ich bei unserer Nachtwanderung gewesen. In der Da geht noch was Edition. Willst du mich verarschen? Schade, ich wollte eigentlich mal versuchen, auf den Wolf zu schießen, aber hat leider nicht geklappt. So, letzte Patrone. Ach, ich weiß noch, was damals im Chat geschrieben wurde. Du hast eine Pistole und benutzt sie nicht. Ciao. So, ich renne gerade mal ein bisschen, nicht, dass sie gleich wieder auf die Idee kommen, mich von hinten anzufallen. Da ist auch noch einer. Ja, der hat sich wieder beruhigt, ist klar. Weißt du was? Leckt mich am Arsch. So, noch einer. Wäre zu schade, das hier liegen zu lassen. Geil. Ganz viel Zeugs. Hallo. Muss das mitnehmen. Ein bisschen Wolfsviertel. Ich weiß, wir sind überladen. All this gear is slowing me down. Ja. Könnte schlimmer sein. Ich höre schon wieder irgendwelche Vögel. Ich dachte, die fliegen nur weg. Wo muss ich denn jetzt lang? Kann ich... Na, ich... Ja doch, ich müsste doch eigentlich auch hier lang können. Dann laufe ich da quasi über den Berg drüber. Hallo übrigens an diejenigen, die dazugekommen sind, die eingeschaltet haben. Wir präsentieren professionelles Long Dark Gameplay mit einem Typen, der fast nie die Waffe benutzt. Fast nie. Ja... Hier sind wir dann durch den Wolf aufgehalten worden. Das war eigentlich gar nicht mein Plan gewesen. Aber apropos Wolf, wir müssen glaube ich noch, wenn mich nicht alles täuscht, eben kurz, nee, halt, das war Überlebenstraining oben. Hoch bitte. Für einen trostlosen Maßstab müssen wir auch nochmal einen Wolf töten, damit wir die Quest abschließen und wahrscheinlich auch Sachen freischalten, mit denen wir dann... eben entsprechend Wolfsklamotten herstellen können. Ich habe die Hoffnung, runter geht es ein bisschen schneller. Vor allem hoffe ich, dass wir jetzt noch einen Wolf begegnen, den wir wieder mitnehmen müssen. Habe ich eigentlich noch irgendwie Signalfackeln oder sowas? Da sind keine Signalfackeln. Ja, ich habe noch Magnesiumfackeln. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das doch mal so. Ich packe die mal weg. Und wenn nochmal ein Wolf kommen sollte, nehme ich dann eher die Magnesiumfackel. Das sieht sehr stabil aus und ich gehe da drunter hin. Ja. Kann ich rennen? So, jetzt muss ich glaube ich hier... Ja, ich muss hier runter, aber da ist erst eine Stolperfalle. Das wäre nicht so gut. Oh, wir haben es bald geschafft.
kann ich das zu Hause noch mal so ein bisschen in unseren Fleischfundus packen, wo wir ja noch 50 Kilo Fleisch liegen haben. Also hätte ich gewusst, dass das, dass man mit ein bisschen Survival-Verstand dann das gleich so leicht hat, hätte ich es ein bisschen schwieriger am Anfang gestellt. Ah, ich sehe gerade, hier liegen noch Stöcke. Das bringt mich gerade auf den Trichter, dass wir ja wieder Stöcke sammeln mussten. Also jetzt nicht die großen, sondern die kleinen. Und passenderweise liegen hier gerade auch welche. Dass ich hier mal 1, 2 plus 2 weitere mitnehmen kann. Sobald sie in die greifbare Nähe kommen. Ich muss mal einen Hase. Kaninchen. Ja, ich könnte sein. Ich meine, hier waren immer ein paar. Das ist ein Stein. Das wäre Kohle gewesen. Ja, das kann ich nicht. Das ist, glaube ich, nur ein Stein. Sind wir richtig? Ja, wir müssten eigentlich, wenn wir jetzt hier weiter langlaufen, dann auch wieder zu unserer Hütte kommen. Das sieht mir gerade so ein bisschen sehr steil aus. Ich hoffe, ich verschätze mich jetzt nicht. Noch habe ich kein Blutsymbol. Jetzt schon. Okay. Das haben wir geschafft. Müssen wir da vorne durch? Ich glaube. Oder können wir auch da rumgehen? Ne? Ich glaube, dann müssen wir, dann kommen wir um den ganzen Berg drumherum. Ich glaube, wir müssen hier durch. Ich würde so gerne rennen. Geht nicht. So. Ich meine, da habe ich gerade sich was hinter dem Berg, hinter dem Hügel, oder den Stein da hinten laufen sehen, hoppeln sehen. Ja, ich kann nicht rennen. Können wir bestimmt die Wölfe drauf lotsen und die ab. Die Kaninchen sehen wesentlich appetitlicher aus als wir. Da ist auch ein bisschen mehr dran. Ach, willst du mitkommen, kleiner Mann? Ich habe noch 4,8 Kilo Wolfsfleisch dabei. Das ist bestimmt was für uns beide. Ich glaube, Kaninchen ernähren sich auch hauptsächlich vom Wolfsfleisch. Insofern ist das kein Problem. Ah, Musik. Ja, nice. Diese trostlose Geige schon wieder. Ich habe mir letztens nochmal ein bisschen die Musik von Rising World angehört, was wir ja vor... Wie ist das jetzt hier? Ich glaube, vor 2 Jahren oder so gespielt haben. Oh, Mann, ey. War die so geil. So richtig beruhigend und angenehm zuzuhören. So, wir haben es gleich geschafft. Da hinten geht das Kabel von der Stromleitung da ab und da ist auch unser Haus. Wasser trinke ich mir noch mal gerade einen Schluck. Oh, so eine Pizza mit Curry drauf wäre aber jetzt auch, glaube ich, geil. Wollte ich gerade springen. Ich denke viel zu viel über Essen nach. Das ist, ich habe die Angewohnheit, ich verbinde Survival-Spiele immer auch mit Essen in Real Life. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Vor allem, wenn ich dann derjenige bin, der spielt. Wenn ich ja selber ein Let's Play gucke und andere spielen, dann kann ich ja mit der Nase im Essen drin hängen. Das ist ja gar kein Problem. Aber wenn ich so eine Facecam laufen habe, dann muss ich ja schon aufpassen, wieder hüpft. Sehr komische Animation. Dass ich mich einigermaßen zivilisiert verhalte. Ist er hin? Ach, da vorne.
Da ist jetzt unser was sagen hier, der bewacht unser Stammlokal. Der geht nur eben schnell neue Getränke holen. Also der kommt sofort wieder. Na endlich, wir haben es geschafft, liebe Freunde. Und dass ich jetzt reingegangen bin, ist eigentlich noch gar nicht so klug gewesen. Ich sollte vielleicht erst noch mal draußen eine kleine Kleinigkeit essen. Gehen wir eben durch die Hintertür wieder raus. Zunder aus Stöcken herstellen. So, ich glaube, das hier war der Olsterhaufen. Schimmliges Wolfsfleisch gegart. Boah, geil, essen wir erstmal. Mh, köstlich. Hier schimmliges Kaninchen gegart. Oh, hauen wir uns auch rein. Mh, oh, ein Kilo schimmliges Kaninchen. Boah, geil. Ja, du kannst ja auch was trinken, ist ja nicht das Problem. Ich wollte nur erst wieder reingehen, dann hast du sogar warm und kannst was trinken. Have a drink on me. Have a drink on me. Have a drink on me. Na, 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 na. Achso, ja, stimmt, wir haben eine Wasserflasche gefunden. Wir haben ganz vergessen. So. Alles klärchen. Dann schauen wir mal, dass wir hier noch ein bisschen Stuff loswerden. Erstmal müssen wir natürlich hier die frischen Darm und frischer Wolfspelz, den legen wir ab. Was ist eigentlich mit dem hier? Die sind auch noch am Trocknen, alles klar. Nein, halt. Bevor ich das mache, kann ich die schon mal auseinandernehmen, wie das Essen. Was ist denn das? Da. Zerlegen. 2,3 Kilo, 35 Minuten, 28 Minuten. So, wir können uns ja jederzeit neue Messer machen. Insofern brauche ich da ja keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Alles, was wir machen müssen, ist zu Spiele zu laufen. Aber das würden wir im Zweifel auch noch hinkriegen. Warum 2,3? Das sind ja nur 4,6. Was ist mit den letzten 0,2 Kilo, die in dem Wolf drin waren? Hm? Finde ich nicht gut.